und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe für euch heute ein 14-Karten-Video vorbereitet mit Designpapieren von EcoPack Paper. Spring Market heißen die Designpapiere und ich zeige euch jetzt im Anschluss natürlich direkt wieder, wie ich bastel. Vorher blätter ich noch einmal die Papiere mit euch durch. Dann bastel ich. Dann zeige ich euch, was ich benutzt habe zusätzlich. Und zum Schluss gehen wir nochmal die Karten ganz in Ruhe durch. Und dann erzähle ich auch noch ein bisschen was zu den einzelnen Karten. Wenn euch dieses Video gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Däumchen nach oben da lasst. Abonniert doch auch gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr keines meiner Videos mehr, wenn ihr auch das Glöckchen anmacht. Genau, aber jetzt zeige ich euch erstmal die Papiere und dann geht's ab zum Basteln. Bis später! Thank you.
Thank you.
Zeige ich euch doch jetzt, was ich noch alles noch benutzt habe. Und zwar einmal die Sketche von Nummer 473 bis 479. Dann habe ich verschiedene Liniensticker verwendet. Und die Gemstones von Craft Sensation habe ich benutzt. Dann dieses Garn, das habe ich auch mal bei Action gekauft. Das gibt es so zur Weihnachtszeit. Dann habe ich verschiedene Stifte gebraucht zum Ausmalen und auch die Schrift teilweise ein bisschen verbessern. Hiermit habe ich ein bisschen umrandet. Dann habe ich noch Sprüche verwendet. Die habe ich mir mal beim AliExpress bestellt. Und naja, ich nehme jetzt einen anderen Kleber. Den kann ich euch empfehlen. Das ist von Mietienda de Arte, also von Craftelier. Der heißt Craft Glue. Und bis jetzt macht er einen sehr guten Eindruck. Den habe ich mir hier umgefüllt in so ein kleines Fläschchen. Die habe ich mir mal auch bei Craftelier bestellt. Genau. Und das war es schon, was ich so zusätzlich verwendet habe. Dann können wir uns jetzt die Karten auch nochmal in Ruhe anschauen. Also bis gleich. Dann fangen wir auch direkt mal an. Ich habe die Karten diesmal nicht in der richtigen Reihenfolge, wie meistens. Ich glaube, das war der letzte Sketch, den ich verwendet habe. Da habe ich ein großes Designpapier mir ausgesucht und dann habe ich drei Kreise ausgestanzt. Einmal das größte, da habe ich drauf gestempelt, fühl dich gedrückt. Dann habe ich einen etwas kleineren aus Vellum ausgestanzt und noch einen kleinen aus so braunem foliertem Schimmerpapier. Dann habe ich mir hier unten zwei Stickerlinien hingemacht, weil mir das sonst zu leer gewesen wäre. Und habe die halt in dieser Anordnung aufgeklebt. Ich habe mir zuerst den Vellum-Kreis hier leicht drunter geklebt, weil Vellum ist ja immer das Problem, dass alles durchdrückt. Deswegen habe ich das so gelöst für mich. Genau, dann noch mit ein paar Perlchen verziert. Und dann war die Karte fertig. Die Karte habe ich zweimal gemacht. So, dann genieß die kleinen Dinge. Hier habe ich mir ein großes Designpapier genommen. Dann habe ich mir noch einen Streifen auf eines Designpapiers zurechtgeschnitten. Habe mir hier dieses Rechteck ausgestanzt. Deswegen hat das auch so einen gestitchten Rand. Das musste ich mir, weil ich hier das Band verwendet habe in der Mitte. Und da habe ich noch Liniensticker an der Seite verwendet, damit das sich alles noch ein bisschen mehr abhebt von dem großen Designpapier. Genau, und hier habe ich zweimal den 1 mm Foamtape von Action verwendet, weil 1 mm war zu niedrig gewesen. So habe ich das alles auf der gleichen Höhe, weil das Band doch schon recht dick ist. Genau, den Spruch halt drauf, ein paar Perlchen. Und auf dem zweiten, da hatte ich noch so einen kleinen Sticker von dem Stickersheet, von dem großen, den habe ich mir damit draufgeklebt. Ansonsten sind die Karten auch gleich. Dann die erste Karte.
Die hatte in der Vorbereitung ein bisschen länger gedauert, weil ich hatte mir hier diesen Kreis mit diesen Blümchen aufgestempelt auf das Stanzteil. Dann habe ich das alles mit Feinlinern ausgemalt und in der Mitte dann noch alles Liebe gestempelt. Dann habe ich mir ein quadratisches, ist das quadratisch oder rechteckig? Ich kann es gerade nicht so genau sagen. Auf jeden Fall konnte ich oben und unten noch so Ränder lassen. Die habe ich dann mit dem gleichen Designpapier genommen, jeweils so ein Stückchen habe ich festgeklebt und mir das Ganze dann nochmal zurechtgeschnitten und dann den Kreis in die Mitte drauf und dann noch ein paar Perlchen und dann war die Karte fertig. Auch diese habe ich zweimal gemacht und die gefällt mir auch richtig gut, muss ich sagen. Ich mag auch das Papier im Hintergrund, das ist auch sehr schön und die Farben gefallen mir einfach auch sehr gut. So, die Dankekarte, die gefällt mir auch sehr gut. genau, hier habe ich mir ein kleineres Rechteck und ein größeres Rechteck aufgeschnitten. Hier, also im Endeffekt habe ich zwei Designpapiere verwendet, mir dieses Format ausgeschnitten und dann habe ich die zusammen auf meine Schneidemaschine gelegt, sodass ich ein kleineres und ein größeres Teil hatte. Und dann konnte ich die einfach tauschen miteinander. Deswegen eigentlich war das zusammen und das zusammen. Und ich habe das einfach getauscht und habe dadurch auch so dann eben die zwei Karten erhalten. Hier habe ich mir noch eine Bordüre ausgestanzt, weil ich weiß nicht, ich hatte das letztens in ein paar Videos gemacht und das gefällt mir richtig gut. Deswegen werde ich das jetzt wohl öfters auch mal benutzen. Und dann habe ich mir hier noch eine Stickerlinie aufgeklebt. Und weil mir das hier oben noch zu leer war, habe ich mir aus dem gleichen Papier, womit ich hier diesen Banner ausgeschnitten, ach, Banner sag ich schon, diese Bordüre ausgeschnitten habe, habe ich mir dann auch noch ein Fähnchen zurechtgeschnitten. Dann unten noch ein Danke. Das habe ich mir hier mit Schwarz umrandet, mit dem schwarzen Stift. Das habe ich hier vergessen, wie ich sehe. Genau, aber sonst sollten die Karten sich schon sehr ähneln. Auch sehr hübsch. So, dann die nächsten. Die gefällt mir auch sehr gut. Hier habe ich das gleiche Prinzip gemacht, nur eben anders geschnitten. Hier habe ich mir auch wieder zwei Designpapiere genommen. Auch dieses holzige und eben dieses schöne Blümchenpapier. Da habe ich mir jeweils ein Designpapier geschnitten, von jedem Papier übereinander gelegt auf dem Schneidebrettchen und dann habe ich mir das so einmal abgeschnitten und so konnte ich einfach die Unterteile tauschen. Dann habe ich mir zwei Kreise ausgestanzt, habe das Ganze noch mit den Stickern, die dabei waren, verziert. Hier habe ich mir dann noch "Ich vermisse dich" drauf gestempelt und mit den Blümchen. Ich finde, das hat ganz gut gepasst. Und dann hatte ich noch diese Bordüre hier, die war auch in dem Stickerbogen dabei. Und hier steht drauf, It's a wonderful day. Hier war vorher ein anderer Spruch drunter, der hat mir nicht gefallen. Den habe ich dann einfach damit überklebt. Und dann hier oben nochmal drei Perlchen jeweils hin. Und dann waren die Karten auch fertig. Ups, und ich zerschieß mir die gerade hier alle. So, weiter geht's. Hier. Die nächste Karte, fühl dich gedrückt. Das habe ich mir aufgestempelt und per Hand ausgeschnitten. Hier unten habe ich mir, also erstmal habe ich ein großes Designpapier genommen und dann habe ich mir in den Maßen, wo ich dachte, das würde passen, also ich kann euch die so auch gar nicht sagen, ich mache das immer nach Gefühl, dass es dem Sketch ähnelt, so wie es mir dann auch gefällt, habe ich dann in diesem rosa Papier hier zwei Rechtecke ausgeschnitten, ein größeres und ein kleineres. Das habe ich mir das Ganze mit ja, so einem Pink-Rot-Ton gemattet. Das große Designpapier habe ich mir mit einem Olivgrün gemattet. Und dann habe ich hier unten auch noch dieses Band verwendet von Action. Und habe ich dort doppelt rumgebunden und mir dann noch ein Schleifchen drauf gemacht. Das habe ich dann mit einem Glue-Dot festgeklebt. Genau. Und so waren diese Karten dann entstanden. Noch ein paar Perlchen drauf, darf man auch nicht vergessen. Habe ich nicht auf jeder Karte, auf der nächsten und letzten habe ich es nicht gemacht, weil ich finde, es braucht nicht immer unbedingt irgendwelche Perlchen oder sonst noch was. Hier ist das Motiv einfach schon so schön gewesen. Die Karten waren auch echt einfach. Ich habe mir einfach zwei schwarze Streifen geschnitten,
für oben und für unten. Das habe ich mir ein großes Designpapier zurechtgeschnitten, habe ich die Streifen einmal oben und einmal unten aufgeklebt. Das Ganze habe ich mir dann auch nochmal auf schwarz gemattet. Dann habe ich mir ein Rechteck ausgestanzt und hier diesen wunderschönen Blümchensticker in der Vase verwendet. Und dann meinen Spruch, das ist auch ein extra Sticker gewesen, den habe ich mir dann nochmal drüber geklebt. Better together, besser zusammen. Oder zusammen ist alles besser. Also frei übersetzt, würde ich das so sagen. Genau, und hier habe ich diesen wunderschönen großen Sticker verwendet. Den wollte ich unbedingt benutzen. Und ich fand, der hat einfach super zu diesem Sketch auch gepasst. Hier waren meine schwarzen Zuschnitte ein bisschen zu klein. Also die gingen nur bis hier. Dann habe ich mir ein Stück abgeschnitten und das einfach ans Ende geklebt. Also hier unten ist ein Zwischenraum drin, was man jetzt natürlich nicht sieht. So war es ja auch gedacht. Aber das ist so ein kleiner Trick, um sich solche Zuschnitte ein Stückchen zu verlängern. Und ich fand diesen Sticker einfach toll. Da musste auch nichts anderes mehr dazu. Und ich finde, mit diesem Blümchenpapier im Hintergrund, das passt einfach perfekt. Genau. Und das waren auch meine 14 Karten zu den Papieren von Spring Market von Echo Park Paper. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt natürlich auch noch alle Sketche mit den Karten zusammen nachgucken. Das findet ihr auf meinem Blog unter www.bieneskreativewelt.de. Dort habe ich auch einen kleinen Shop und ihr könnt auch ein bisschen was über mich erfahren. Schaut doch gerne mal rein. Und ja, ich wünsche euch noch einen guten Tag, eine gute Zeit und wir sehen uns schon bald wieder. Also bis dahin, tschüss!